Mit grünem Tee experimentiert Bent Siefert schon länger. Er hat viel Kundschaft in Asien. Für uns war es am Anfang immer erstmal so ein bisschen Fisch, Gras, was auch immer Geschmack. Ja. Aber mittlerweile hat sich das auch in Deutschland ein bisschen kultiviert. Also gerade in der gehobenen Patisserie-Szene ist es eigentlich fast was Normales mittlerweile, mit grünem Tee zu arbeiten. Ein Trend aus Fernost. Japan. Hier ist der Konditor aus dem Odenwald ein Star. Er ist Weltmeister seiner Zunft. Seine Pralinen, seine Plätzchen, heiß begehrt. Nach seinen Rezepten wird auch in Tokio gebacken. Gute Qualität. Grüner Tee, Inspiration aus Japan, gebacken nun auch in Bernd Sieferts Heimat im Odenwald. Die Plätzchen kommen in den Ofen. Eine Stunde Zeit, weiter geht's mit Knoblauch. Das Verrückteste, was es momentan gibt, ist fermentierter schwarzer Knoblauch. Super gesund, schmeckt tatsächlich fast nicht nach Knoblauch. Ich esse es tatsächlich täglich. Ist total lecker. Kann man sogar mit weißer Schokolade als Praline kombinieren. Das will ich probieren. Auf die Plätze fertig, mutig, oder? Ja, los. Gar nicht so schlecht, oder? Jetzt, wo es süß wird. Ja. Und die Plätzchen mit grünem Tee? Test vor der Backstube auf dem Weihnachtsmarkt in Michelstadt. Die schmecken echt super. Sehr lecker. Danke. Trendige Weihnachtsplätzchen und Pralinen mit grünem Tee und Knoblauch.